Hi zusammen, ich bin's Luisa, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute gibt es ein Amazon-Haul, was wirklich sehr, sehr angefragt war. Denn ich habe letztens ein Bild auf Instagram gepostet und da poste ich hin und wieder mal die Sachen, die ich einfach einkaufe. Und das sollte so ein kleinen Instagram-Amazon-Haul werden. Und dann habe ich, wie gesagt, dieses Bild gepostet mit wunderschönen Lippenstiften, die ich von Amazon habe. Wie oft habe ich jetzt Amazon gesagt? Jedenfalls, ihr seid komplett ausgerastet unter diesem Bild. Und ich meine, dieser Moment, wenn ein Produktbild mehr Likes hat als ein Selfie von dir. Ja. Das darf ich echt niemandem erzählen, du. Nee. Und ihr wolltet, dass ich diese Liquid Lipsticks einfach in einem Haul-Video zeige, was ich jetzt auch hiermit dann tue. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich starte jetzt einfach mal random mit einem Produkt. Und zwar ist das eine Haarkur. Und zwar fragen mich sehr viele, was für eine rote Farbe ich für meine roten Haare eben benutze. Und wie oft ich meine Haare nachfärbe und so weiter. Und Leute, Revlon Professional Multi Color Creme ist die Antwort auf all eure Fragen. Wie ihr wisst, habe ich meine roten Haare beim Friseur gefärbt. Und naja, wie es rote Haare eben so an sich haben müssen, die roten Haare immer wieder neu gefärbt werden, weil sonst bleicht das so richtig hässlich aus und es sieht dann total so blöd aus. Diese rote Spülung benutze ich einfach bei jeder Haarwäsche und lasse sie so circa 5 Minuten einwirken. Und dann spüle ich das aus und ja, das Wasser wird richtig tiefrot sein. Aber ich spüle es dann so lange aus, bis dann das Wasser klar ist. Und dann bin ich eigentlich fertig. Die rote Haarfarbe wird überall in den Längen und auch an den Ansatz so ein bisschen aufgefrischt. Und damit kann ich mir das Färben auf jeden Fall für die nächsten, sagen wir mal, 2 Monate auf jeden Fall sparen. Also für die bunte Haarmädels unter euch empfehle ich euch diese Nutri Color Creme. Damit könnt ihr einfach eure Haarfarbe auffrischen, ohne dass es jetzt unbedingt schädlich ist. Dann bleiben wir ganz kurz bei den Haaren und ich habe in einigen Videos einen Haarreif getragen, wenn ich mich so für ein Make-up-Tutorial zum Beispiel geschminkt habe. Und da habe ich sehr viele gefragt, woher ich meinen Haarreif habe. Und zwar rede ich hier von diesem hier. Es hat hier so Katzenohren mit solchen Kristallsteinchen innen drinne und naja, ich benutze es einfach, um mich zu schminken und um meine Haare ja aus dem Weg oder eben aus dem Gesicht zu haben. Ich persönlich finde das einfach richtig, richtig süß, um sich einfach tagtäglich zu schminken und einfach die Haare aus dem Gesicht zu legen. Aber eine negative Sache habe ich tatsächlich. Und zwar dadurch, dass es aus Metall ist, tut das dann nach einer Zeit so ein bisschen hier an der Schläfe. Vor allem, weil die Schläfe hier unten ist, okay. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass das beim Tragen nach einer Zeit wirklich wehtut. Also genau an der Stelle, wo dann der Haarreif hier aufhört, drückt es so ein bisschen und tut wirklich weh. Deswegen kann man das nicht auf längere Zeit tragen. Also ich schätze mal, nach einer Stunde hat man da schon die Schmerzen. Und weiter geht's mit Pinsel. Und hin und wieder kaufe ich auch einzelne Pinsel bei Amazon. Und letztens habe ich euch in meinem Herbst-Make-up-Tutorial diesen angeschrägten Pinsel gezeigt, der überhaupt nicht angeschrägt ist. Okay, finde den Fehler. Der ist ziemlich gerade, aber der ist sehr abgeflacht. Und der passt perfekt hier in meine Wangenknochen zum Konturieren. Und der hier war auch super günstig und ist super präzise beim Auftragen. Deswegen, falls ihr noch einen Konturpinsel sucht, empfehle ich euch den. Und bei dem Pinsel hört es tatsächlich nicht auf. Ich habe mir nämlich einen ganzen Pinselset gegönnt. Und zwar habe ich hier so Rose Gold Pinsel und die fand ich vom Aussehen her so schick. Gerade mit dem Rose Gold und ich liebe Rose Gold einfach. Also es waren 2 getrennte Pinselsets, die ich dann auch zusammen gekauft habe. Sie sind auf jeden Fall super weich, aber die einzige Kleinigkeit, die so ein bisschen zu bemängeln ist, sie haaren ein bisschen. Weil gerade für Make-up-Anfänger sehe ich das jetzt nicht so ein Pinselset für 100 Euro zu kaufen, weil mittlerweile kosten Pinsel einfach so viel. Und wenn ich jetzt hier so viele Pinsel für, weiß nicht, 10 Euro kaufen kann, beste, einfach beste. Auf Amazon kaufe ich nicht nur Beauty, sondern auch Bastelsachen. Und da habe ich mir jetzt mal ordentlich ein paar Washi-Tapes gegönnt. Das sind einfach bunte Klebestreifen und hier habe ich sie jetzt in so Gold, Silber, Schwarzgold Design gekauft und normalerweise sind die in den Läden wirklich teuer. Ich glaube, da kostet eins, glaube ich, so 4 Euro. Und hier habe ich ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier habe ich ganze 12 für 14 Euro gekriegt. Also ein Washi-Tape war dann hier so 2 Euro. Jedenfalls, es waren nicht 4 Euro. Und ich finde das Design einfach sehr, sehr süß und ich habe mir für das Jahr 2017 einen Kalender gekauft, damit ich so ein bisschen, mein Leben auf die Reihe kriege, weil ich einfach auch sehr viele Termine vergesse. Und ja, im Endeffekt ist es einfach nur ein bunter Tesafilmstreifen,
aber wirklich sehr süß. Und für die Leute, die gern basteln und irgendwas verzieren, für die ist das auf jeden Fall was. Und weiter geht's dann tatsächlich mit diesen Liquid Lipsticks, die ich euch auch schon auf Instagram gezeigt habe. Da bin ich komplett eskaliert und habe dann, glaube ich, so 11 Stück gekauft. Und Leute, 11 Stück haben mir tatsächlich, weiß nicht, 11 oder 12 Euro gekostet. Sprich, ein Liquid Lipstick, was matt trocknet, hat mir ungefähr 1 Euro gekostet. Und ich habe das ehrlich gesagt einfach nicht geglaubt. Und naja, wenn man mal genau hinguckt, die Verpackung kommt doch einem so ein bisschen bekannt vor. Meint ihr nicht? Ja, ich rede von den NYX Soft Matte Lip Creams. Die sehen einfach von der Verpackung her genauso aus. Und einige Farben sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Somit habe ich eigentlich einen perfekten Dupe oder eben eine perfekte Alternative zu den NYX Soft Matte Lip Creams gefunden. Es gibt wirklich eine sehr tolle, verrückte und bunte Farbauswahl. Wie gesagt, es gibt blau, lila, gelb, grün. Und wenn man so ein bisschen da experimentieren will, kann man die auf jeden Fall sich kaufen. Denn die Farbabgabe ist wirklich sehr stark. Also falls ihr ein Video wollt, wo ich die Original versus Fake Soft Matte Lip Creams teste und miteinander so ein bisschen vergleiche, dann schreibt mir doch mal diesen Emoji hier in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsprodukten und zwar zu den Wimpern. Und naja, ich muss sagen, wenn man einmal mit falschen Wimpern anfängt, dann hat das kein Ende mehr. Ja, ich trage falsche Wimpern wirklich sehr, sehr oft und ich habe mittlerweile Tageswimpern und ja, Weggehwimpern. Und in meinem Herbst-Make-up-Drogerie-Tutorial habe ich euch die House of Lashes Iconic Wimpern gezeigt. Das sind einfach die heftigsten so Wawa-Woom-Wimpern zum Weggehen und ohne die wäre mein Make-up wirklich nur halb so schön. Aber die kosten, ich glaube, so 20 Euro und die gibt es auf Amazon gar nicht zu kaufen. Und dann denke ich mir, ja, auf Dauer ist schon so ein bisschen teuer. Aber auf Amazon habe ich die perfekte Alternative gefunden. Und zwar rede ich hier von einem 10er-Pack Wimpern. Und die sehen einfach vom Design her genau gleich aus. Also die haben genau den gleichen Schwung, genau dieses Wawa-Woom-Effekt. Und ja, ich habe das Gefühl, die sind genau dieselben. Und wie viel haben die gekostet? Ich glaube so 2 Euro oder so. Und ja. In Zukunft werde ich wirklich nur die benutzen. Aber ich liebe auch etwas natürlichere Wimpern. Und da empfehle ich euch die Ardell Wimpern. Das sind jetzt hier die Natural Multipack. Ja, mehr steht da auch nicht. In einer Packung sind 4 Ardell Wimpern, die jeweils eben im gleichen Style sind. Und das sind so die wirklich natürlichsten Wimpern, die ich sonst so immer trage. Und die 4 Stück haben jetzt ungefähr so 10 Euro gekostet, was meiner Meinung nach für so ein Multipack wirklich sehr günstig ist. Um meine Wimpern dann noch anzukleben und sie ja überhaupt auf meinen Augenlid aufzutragen, benutze ich immer den Duo-Kleber. Diese lässt sich super leicht entfernen, aber zugleich klebt er auch wirklich sehr stark. Und ich benutze einfach hier die weiße Variante. Und Leute, der Duo-Kleber ist einfach der beste, egal wie schlimm der stinkt. Wir könnten echt was gegen den Geruch machen, so. Und dazu habe ich mir noch eine Pinzette gekauft, die war wirklich super günstig. Ich glaube, 1 Euro oder so. Ja, und gerade mit dem breiten Griff kann ich dann die falschen mit den echten Wimpern schön zusammendrücken und ja, miteinander verbinden. Deswegen, die 1 Euro und, weiß nicht, 2 Wochen Lieferzeit lohnen sich da auf jeden Fall. Und da kommen wir auch schon zu den letzten Produkten. Und zwar rede ich hier von bestimmten Concealern, die ich euch auch mal gezeigt habe. Und zwar rede ich hier von den LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer. Die gibt es mittlerweile in super vielen Farben. Eben in Hautfarbe, dann in einem Orangeton. Es gibt sie auch in einem Braunton zum Konturieren. Und es gibt sie sogar in Gelb und in Grün. Und der Grün ist tatsächlich bei mir unterwegs, denn der kaschiert schön meine Rötungen. Und den Orangenen trage ich gerne unter meinen Augen auf und dann den normalen Concealer oben drüber. Die sind wirklich super, super stark pigmentiert, deswegen reicht er wirklich nur ein ganz klein wenig. Und die normalen Concealer verwende ich teilweise wirklich täglich. Die sind auch super ergiebig und decken einfach richtig gut ab. Und für den Preis, keine Ahnung, wie viel haben die gekostet? 4 Euro oder so. Die würde ich tatsächlich einigen Drogerie-Concealern definitiv vorziehen. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal bei LA Girl vorbei. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das jetzt gern tun. Da heiße ich genauso wie hier Luisa Crash. Und da poste ich regelmäßig Gewinnspiele oder auch Sachen, die ich eben neu gekauft habe. Und an dieser Stelle war es auch schon mit meinem Haul. Ich denke, es ist auch schon genug gewesen. Ich würde mich über ein kostenloses Abo natürlich freuen und natürlich auch ein Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bye!